Wie ich sehe, seid ihr zurück. Andra hat eine entmutigende Nachricht gesendet. Irgendeinen Unsinn über Spionage im Haus Thul? Das sture Ding stürzt sich von einer Katastrophe in die nächste. Andra sagte, es enthält äußerst wichtige Informationen. Ihr solltet es euch ansehen. Sie hat mir gesagt, dass ihr das Datenpad bringen würdet. Mal sehen. Ich erkenne diese Koordinaten und das Datum. Verdammter Ulgo! Wie schaffte es uns jedes Mal, einen Schritt voraus zu sein? Was ist los? Wenn ihr mir nicht hilft, ist die Mission vom Haus Organa ihrem Untergang geweiht. Folgendes. Eine gepanzerte Kolonne ist als Verstärkung auf dem Weg hierher. König Ulgo hat von unseren Plänen erfahren. Er hat Rist-Saboteure angeheuert, um die gepanzerte Kolonne vor ihrer Ankunft zu zerstören. Befehlt eurer Kolonne umzukehren. Das kann ich nicht. Sie bewegen sich durch feindliches Gebiet und haben alle Kommunikationskanäle abgeschaltet. Wenn ich sie erreichen kann, wird es schon zu spät sein. Die Rist-Saboteure haben in ein paar Höhlen hier in der Nähe einer Brücke ihr Lager aufgeschlagen. Sie werden die Brücke zerstören, sobald die gepanzerte Kolonne sie überquert. Wir werden alles verlieren, wenn ihr das Saboteurlager nicht sofort zerstört. Ich mag einfache Ziele. Und viel einfacher könnte das hier ja gar nicht sein. Nicht ganz. Wenn die Saboteure die Brücke nicht erreichen, werden sie zweifellos ihre Sprengsätze gegen euch einsetzen. Seid vorsichtig. Okay. Ich habe mich nämlich schon vorhin so gefragt, was ist das da unten für eine Höhle? Jetzt weiß ich's. So, das ist natürlich alles. Ah, gut. Relativ nah beieinander. Es geht noch. Geht noch. Raketenschuhe wollte ich jetzt nicht anziehen. Oder wie ein Kumpel von mir gesagt hat, Geox-Schuhe. So, okay, das ist alles sehr praktisch auf dem Weg. Jetzt muss ich erstmal gucken. Das hier ist die Brücke, alles klar. Das müsste die Höhle sein. Spring einfach mal hier runter. Guten Tag. Ich muss hier mal rein. Ich hoffe, das ist soweit okay, ne? Sehr schön. Das ist bestimmt das, was wir zerstören sollen. Ach nee, das ist nur das Bonus. Der Bonus. Das Bonus. Das ist nur der Bonus. Den nehmen wir aber ganz gerne mit. Ditte. Was dann jetzt?
Oh, tschüss. Ditte. So, Ditte hört man schon mal. Siege die Sprengstoffkommandanten. Rissbomber. Du bist ein Sprengstoffkommandant, ne? Oder bist... Ach, Experten, nicht Kommandanten. So, und wo ist der Rest? Wahrscheinlich... Okay, tiefer in die Höhle geht's jetzt nicht. Oder doch? Entschärfe die... Ach so! An der Brücke bestimmt. Ach, leckt mich. Könnt mich mal. Uff. Mir fällt gerade auf, wir könnten eigentlich mal wieder einen neuen Erfahrungsschub einwerfen. So, hier bestimmt an der Brücke, oder? So, lass mal kurz gucken. Ja, das sieht gut aus. Ja, jetzt müssen wir nur die Frage... Ach Gott. Ja, ihr mich auch. Müssen wir jetzt hier runter? Ja, wir müssen hier runter. Alles klar. So, ich kümmere mich erstmal um euch. Rissraufer. Tada. Was haben wir das gekriegt? Du hast 500 mit dem Haus Drist verbündete Kämpfer der Schwierigkeit Standard oder Stark besiegt. Nice. Hallo. Danke. So, zurück zum Major. Haus Organa gerettet. Wenn ich einen Orden hätte, würde ich ihn euch sofort verleihen. Eure Soldaten haben es verdient zu kämpfen. Nun, da ihr ihnen die Chance dazu gegeben habt, werde ich dafür sorgen, dass sie sie auch nutzen. Eins steht fest. Wir können uns keinen weiteren Vorfall dieser Art leisten. Es ist Zeit, neue Sicherheitsprotokolle anzuwenden. Wenn nur Andra hier wäre... Ich danke euch noch einmal für alles, was ihr getan habt. Auf Wiedersehen. Kein Ding. Ich dachte eigentlich, es geht jetzt weiter, aber okay. Level 36. Na gut, dann kümmern wir uns noch um die Klassenmission, würde ich sagen. Sag mal, ist das eigentlich... nur mal gucken. Dachte ich mir, können wir da irgendwie mit dem Taxi hin? Also... So ein Stück weit zumindest, dass wir nicht den ganzen Weg latschen müssen. Mal das mal sehen. Sieht so aus. Ich flieg mal zu dem Außenposten und dann mal gucken.
So. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. So, dann einmal bitte absetzen. Danke. Aufs Mäppchen gucken. Jo. War eine gute Entscheidung. Keine Sorge. Huch. Okay. Okay. Einfach hier mal so ein Transporter weggeflogen. Ach, übrigens. Handlungsbogen Alderaan. Ich sehe es gerade. Verdammt, ich dachte, wir wären durch. Tag. Was hast du für uns? Warum sollten wir den Panthers helfen? Sobald die Republik ihnen widersprach, haben sie sich einfach von ihr losgesagt. Die Panthers haben Alderaan ein Jahrhundert lang regiert. Solange sie leben, steigt niemand ohne ihren Segen auf den Thron. Ah, ich habe gehofft, dass ihr kommt. Major Cresson hat mir von euren Taten bei der Brücke berichtet. Wie viel habt ihr mitbekommen? Seid ihr euch der Situation in Bezug auf das Haus Panther bewusst? Was? Nein. Was ist mit dem? Tut einfach so, als wüsste ich von nichts. Seit Generationen wird Alderaan von Erben des Hauses Panther regiert. Als die letzte Panther-Königin starb, fiel Buris Ulgo über die Familie her und tötete das ganze Geschlecht. Zumindest dachten wir bis vor ein paar Tagen, er hätte alle erwischt. Doch es gibt neue Hinweise, dass einige der Panthers überlebt haben und sich in den Bergen verstecken. Okay, Bedroht das nicht unsere Pläne auf Alderaan? Die Panthers haben dem galaktischen Senat jahrhundertelang gedient. Es geht uns um ihre Sicherheit. Buris Ulgo stellt Stoßtrupps auf, um zu beenden, was er begann. Und die Republik verlangt, dass wir unser Leben riskieren, um sie aufzuhalten. Die Republik kann solches Morden nicht dulden, Captain Scoff. Doch die Leute, die ich schickte, kehrten nie zurück. Und die Verstärkung wird nicht rechtzeitig hier eintreffen. Mal sehen, wie es diesen Stoßtrupps gefällt, gegen Jedi statt gegen hilflose Adlige zu kämpfen. Ich vermute, sie werden nicht viel Zeit haben, darüber nachzudenken. Die Ulgos werden ihren Vorstoß in die Berge auf Trantas planen. Findet die Stoßtrupps, indem ihr ihre Transportmittel ausfindig macht. Viel Glück. Danke dafür. Ja, wieder taufrisch. Ups. So. Ich gehe trotzdem erstmal da hoch. Vielleicht ist das jetzt schon die letzte Klassenmission. Mal schauen. Na, wir müssen hier lang. Okay. Die dunkle Seite wird stärker. Jawohl. So wie es sein muss. So. Komm an euch allen vorbei. Sieht gut aus. So. Da, wieder taufrisch. Ja.
Hast du guten Tag? Damit hat man schon mal die Modusmission und was sollen wir eigentlich machen? Achso. Ich habe mich jetzt gerade nur auf die Bonusmission konzentriert, in der Hoffnung, dass die Hauptmission dann von ganz alleine kommt. Wir müssen hier lang. Ihr seid wirklich äußerst stur. Ihr seid wohl erst zufrieden, wenn ihr mich wirklich in Schwierigkeiten gebracht habt. Was? Tretet aus den Schatten und stellt euch eurer Strafe. Mein Meister überträgt gerade eine höchst amüsante Holo-Nachricht. Ihr solltet sie wirklich mit mir zusammen ansehen. Es war sehr töricht von euch, meinen Kreuzer alleine anzugreifen, Augustin. Es ist noch nicht zu spät, Angral. Tut einmal das Richtige. Ergebt euch. Zu schade, dass ihr euren Schüler nicht mitgebracht habt. Dann könnte ich euch beide töten. Sagt mir eines, Jedi. Habt ihr Angst zu sterben? Es gibt keinen Tod. Nur die Macht. Wenn es keinen Tod gibt, wo ist dann mein Sohn? Und jetzt werde ich euch vernichten. Schließlich kann man nicht gegen etwas kämpfen, das man nicht sieht. Die Macht wird mich leiten. Ihr werdet nicht entkommen. Bringen wir es hinter uns. Ich habe eine lange Liste mit Leuten, die ich töten muss. Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Der Todessiegellaser ist wieder aktiviert und er ist auf euch gerichtet. Ja, da bist du ja. So, erstmal mache ich dich platt und dann Orgus. Ach, Orgus sag ich. Nee, Orgus ist schon platt. Angral. Ja, wo ist denn der Gute? So. Schnell den Zielcomputer auslöschen, zerstören. Der nicht hier ist, der im Nachbarraum ist. Okay. Ich dachte, der wäre mit hier oben irgendwie. Aber gut. So, hier noch ein paar Clips. Hallo? Danke. Alderaan Chaos Teil 3. Yay. Jetzt haben wir alle drei Teile durch.
schnell stirbt niemand. Das Todessiegel wurde zerstört. Euer Gefolge ist in Sicherheit. Ich werde sofort den Palast Organa informieren. Wir stehen auf ewig in eurer Schuld. Duke Tool hat uns als Zeichen seines guten Willens die Spionin Alaina geschickt. Sie wird sich für ihre Verbrechen verantworten müssen. Ihre Aussagen werden das wahre Gesicht des Imperiums offenbaren. Kein Haus wird sich danach mehr mit ihnen verbünden. Je früher das Imperium Alderaan verlässt, desto besser. Bitte entschuldigt, aber man verlangt nach mir. Die Bedrohung ist vorüber, doch der Krieg geht weiter. Ich hoffe, dass Alderaan eines Tages in dauerhaftem Frieden lebt. Leb wohl, Jedi. Wir sollten zurück zum Schiff und General Varsatra von Meister Orges berichten. Ja, das machen wir aber noch nicht gleich, weil wir haben hier noch was auf Alderaan zu erledigen. Jetzt muss ich nochmal gucken, kommen wir da? Ja, wir gehen einfach zum Außenposten zurück und dann kommen wir da doch gut hin, würde ich sagen. So. Bin mal gespannt, wie lange hier diese Alderaan-Story noch geht. Ich hoffe mal auf nicht mehr allzu lange.